Grim Pantry. Boah, mir wird jetzt schon wieder warm, ne? Uff, gerade an der Kaffeemaschine stehen, jetzt noch. Oh, ich glaube, ich muss leider noch mal kurz an meine Klimaanlage anwerfen, Freunde. Ad nützt alles nichts. Ad nützt einfach alles nichts. Dann zergehe ich hier gleich. Fühle ich mich ganz unwohl. Ja, weil ich nicht weiß, ob das gerade einfach Luftfeuchtigkeit ist oder Schweiß. Könnte beides möglich sein. Wir müssen leechen. Oh, könnte beides möglich sein. Ah, dann warte. Wer hat das gesagt? Gibt gleich eine Keule. Mh. Richtige Keule hier. Oder war mal übrigens keine Keule, aber. Gut. Also, ich würde sagen. Du hast deine erste Phase erstmal richtig schön verkackt, oder? Erstmal richtig schön verkackt, die Phase. Aber hey, why not? Why not? So, warte mal, ich muss mal da vorne was drücken. Let's do it. Ja. Regnet es bei euch auch? Yes. It's raining. It's raining. Ja, und Red Angel Queen, auch die haben wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch da bist. Oh boy. Wie geht's dir denn so? Oh boy. Ja, jetzt sieht's natürlich alle. Wow. Oh, das ist belastend. Aber der Kater hatte Phobia dabei, also von daher müsste es eigentlich einigermaßen gut sein. Oh, ich bin sogar broken. Shit. Weißt du, ich kann mich gerade noch nicht mal heilen. Even if I want to. Können wir jemanden verarschen? Können wir die verarschen? Komm, wir verarschen die jetzt mal. Geht nicht! Okay, okay. Not possible, you can't heal me. Come, try it again. Lässt dich nochmal verarschen, ne? Denk wahrscheinlich gerade, dass es ein DVD-Bug ist. Love it. Mir geht's gut und selbst mir geht's auch supi. Danke der Rückfrage. Dankeschön. Du bist aber auch gemein, es tut mir leid. Sorry. Aber manchmal ist es schon ein bisschen lustig. Steht jetzt das Totem noch da? Boah, ich bin so heftig unproduktiv gerade die Runde noch. Zumindest mal so far so unproduktiv. Der hat mich nie gehört. Jetzt hat er mich gehört. Shit. Holy. Ist schon eine wichtige Palette weg, ne? Aber der will mich jetzt schon gar nicht mehr. Das heißt, ich kann kurz das Tote machen. Alter, Leute, was macht denn ihr? Why? Alter, guck mir nicht so an. Du! Der Killer kommt. Lauf. Lauf schnell. Be quick about it. Ich sehe dich. I can see you. Ah, du willst mich auch hops nehmen. Wobei, die müsste eigentlich. Zu heilen sein. Geht zum Abhängen. I'm going for the. Oh shit, ich geh doch nicht. Da oben ist halt auch nichts mehr, ne? Hier ist halt überall nichts. Ich hoffe, hier ist kein Keller. Wenn die Beute zum Jäger kommt. Yes. Was hältst du vom neuen Ranking-System? Ehrlich gesagt, ist es eher schwach. Oh, Mad Grid, will der irgendwie seinen Adept machen oder so? Kann es möglich sein? Mad Grid. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so toll, weil man. Es fühlt sich nicht so an, als ob das überhaupt irgendwas mit Erfahrung oder mit Skill zu tun hätte. Ja, mit was man hier teilweise gematcht wird. Ja, also das kann mir erzählen, wer will, aber nö. Ja. Also das ist absoluter. Wie kann ich es liebevoll ausdrücken? Es ist absoluter Müll. Ich war gerade verwirrt, was das jetzt für ein Killer war. Rummessern. Ach so, ja, das ist ein Legion und das ist halt sein Perk, Mad Grid. Mad Grid, du kannst halt zuschlagen ohne Cooldown, während du jemanden auf der Schulter hast. Und wenn du jemanden triffst. Dann
dann wird dieser Wiggle-Timer wird gestoppt. Ich glaube, für 3 oder 4 Sekunden. Für 3 oder 4 Sekunden. Normal könnten die jetzt auch komplett rausnehmen. Ja, aber dann gibt es ja weniger Ansporn für die Leute. Ja, wenn es dann nur noch Blutpunkte gibt, die als Ansporn sind, dann würden die Leute... What? Okay, der würde, glaube ich, wirklich seinen Depp machen. Würden die Leute krass einfach kein DBD mehr spielen. So einfach ist das. Die würden einfach kein DBD mehr spielen. Warum? Weil es keinen Ansporn gibt. Ja, warum sollte man sich sowas antun? Wenn es nicht genug Ansporn gibt. Ist mir echt ein Fenster? Nö. Ich glaube, genau auf der anderen Seite. Das ist halt das Thema. Ja, deswegen bringen die also auch diese Archives raus, Bloodpoints raus, Ranking-System bringen sie raus. Ja, und so weiter und so fort. Das sind mehrere Anreize, die für die Leute dann gegeben werden. Ja, ob das dann sinnig ist oder nicht sinnig ist, ist dann nochmal hingestellt. Das ist dann nochmal hingestellt. Oh boy. Fuck that. Das ist jetzt richtig bitter. Oh yeah, das ist gut. Das ist gut. I like that. Ich glaube, es interessiert kaum noch jemanden. Das mag möglich sein, aber es gibt trotzdem auch Leute, die es interessiert. Ja. Und man stiehlt ja trotzdem so ab und zu mal ein bisschen mit drauf. Ja, willst du jetzt hier halt werden oder nicht? Das kommt gleich wieder. Ich glaube, es ist sowieso gerade heftig unsinnig. Wobei, ich kann gar nicht geheilt werden. Ich fällt mir gerade so auf. Freunde. Yo! Erstmal, okay, fuck it. Bin erstmal weg. Bin erstmal weg. Ja. Weil ihr müsst euch mal selbst die Frage stellen, ob ihr DBD noch spielen würdet. Ja, wenn es die ganzen Sachen nicht geben würde. Wenn es kein Archive geben würde, wenn es keine Blutpunkte geben würde, wenn ihr alles hättet. Ja, wenn ihr alles hättet, wäre ja schön. Darauf arbeitet man ja zwangsweise hin. Ja, wenn ihr alles hättet, würdet ihr dann noch DBD spielen. Oh. Awesome! Everything is awesome! If you're part of a team. Ach, nee. Das ging jetzt irgendwie richtig krass in die Hose. Ich spiele DBD, weil es Spaß macht, auch wenn ich mich manchmal aufrege. Wie viele Stunden hast du, darf ich fragen? Ungefähr? Also falls du das nachgucken kannst, auf Konsole kann man es, glaube ich, nicht nachgucken. Ja. Ich glaube, wenn man alles hat, hat man endlich einen Grund, damit aufzuhören. Ich glaube auch. Ja. Anfänglich macht DBD durchaus noch Spaß. Ja. Je mehr Erfahrung man in DBD hat, desto mehr meckert man auf hohem Niveau. Ja. Und desto mehr bekommt man halt auch Killer, die sich denken so, hey Mensch, ich muss ganz, ganz dringend, ich muss so heftig dringend, muss ich im Red Rank Bereich immer unterwegs sein. Wenn ich Rang 1 bin, muss ich dringend, ganz, ganz dringend, muss ich da weitermachen. Mit dem krassen Spielen von Campen bis Tunneln, bis Lagen, alles. 1500 Zucker. Okay, das ist ja auch schon mal eine ganze Weile. Ja, gut. Das war aber mein D-Strike. Das war mein D-Strike. I tell you. Wir können das noch schaffen, Freunde. Everything is still possible. Ich heile mich jetzt kurz einmal vor. Wolltest du damit sagen, dass du auch schon mal auf der Konsole gespielt hast? Ist schon wieder her. Er kommt her. Oh boy. Oh boy. Oh yes. Freunde, ich bin der Einzige, der halt ist, ne? Heißt, ich bin gerade noch recht gut drauf. Ich mach mal kurz die Box auf. Ui, Leute. Nee. Wir behalten das. Way much better, guys. So, jetzt mal ganz, ganz fix das Türchen aufmache. Und zwar keinen 99% Tor, zumindest wenn es mir möglich ist. Oh no. Wobei. Hat keinen getroffen, ne? Okay, ich mach auf, Freunde. Ich trau mich jetzt. Ja, habe ich. Spiele am PC auch mit Gamepad, nur Killer mit Maus. Und das Story ist wahrscheinlich auch besser.
Ja, also Survivor dürfte durchaus noch klar gehen mit Controller. Bei Killern, vor allem bei Killern, die irgendwie aimen müssen, wird es ein bisschen kritisch. Wird es ein bisschen kritisch. Ich hätte jetzt auch bei der Runde nicht jetzt so gedacht, dass das so smooth noch funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Freunde. But it did. It worked pretty well. It worked pretty well. Haben wir noch irgendwo ein Totem? Ich würde gerne noch ein Totem machen. If das, wenn das möglich wäre. That would be possible, I meant. Aha. Mach öff, Dottel! Mach öff! Hi. Wo ist denn hier, die letzte? Where is she? Oh, da haben wir noch ein Totem. Okay, never mind. First things first, guys. Ah, oh, da saß ich ja schon am Anfang dran. Konnte es aber nicht fertigstellen. Konnte es aber einfach nicht fertigstellen. Wobei, beim Totem Cleansen von Fertigstellen reden, ist auch irgendwie so eine Sache, ne? Will ich denn die? Hat der ganz hinten? Ah, die wollte da hinten raus. Oh, shit. Oh, shit. Ja, so nah und doch so fern, I would say. Aber Jens am Arsch der Welt. Ja. Das nennt man dann Kill Securen, ja. Das ist quasi ähnlich, wenn man die ganze Zeit in der Schule 5 und 6 steht, ja, und dann hat man jemanden am Haken. Beziehungsweise, und dann hat man mal eine 3 und kommt mit der 3 auf eine 4, ja, dann wäre man ja doof, wenn man die letzte Klausur noch mitschreibt, dann meldet man sich einfach krank, ja, und sagt so, hey Mensch, ich kann die nicht schreiben. Ja, dann bleibt man bei der 4 und fällt nicht auf eine 5 oder 6. Ah, okay. Ja, das ist natürlich jetzt richtig doof, weil der jetzt Mad Grid noch zusätzlich dabei hat. Das ist absoluter Bullshit. Oh, hier werden auch nochmal Totem. Das ist jetzt richtig doof. Das war jetzt richtig doof von mir. Und zwar deswegen. Und zwar genau deswegen. Ich muss jetzt, oh Gott, schaffe ich das noch? Ich muss jetzt zum anderen Tor. Oh boy. Okay, da ist es schon, sweet. Weil das war jetzt doof, ja. Ich hätte dann schon keinen Dead Hard mehr benutzen können und ich wäre One-Hit gewesen. Oh Gott. Ui, da kann ich echt von Glück reden, dass die jetzt da noch, dass die jetzt da noch hing. Weil sonst wäre es mit dem Timer nicht mehr ausgegangen. Third-Person-Killer wäre mal was. Ja, aber das wäre viel zu krass. Das wäre einfach viel zu krass.